Ich bin hier mit Helena von Luzern eigentlich, aber wohnt jetzt in Zürich. Und du hast jetzt hier an diesem Mauern-Cup das erste Mal mitgemacht. Was war die Beweggrund, an so einem Event mitzumachen? Also ich habe 15 Jahre bei der internationalen Rotzeregatta Mannschaftsbetreuung gemacht. Mit Australier und den Brasilianern mal ein Jahr und der Athlete Service. Das hat mir sehr gefallen. Und jetzt habe ich 15 Jahre gemacht und jetzt seit 10 Jahren nicht mehr. Und ich habe mich wieder interessiert, wieder mal so etwas zu machen. Weil mein Jahr wird wieder pensioniert und ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet darauf. Ja, und dann habe ich mich angemeldet bei den Swiss Volunteers und habe gesehen, Uhren gehabt und dachte, das wäre doch noch etwas. Ich bin sowieso noch Fußball begeistert, wenn es um grosse Spiele geht. Ja, und jetzt habe ich mega Freude, dass ich jetzt den Job machen konnte. Und es war ein riesiges Erlebnis. Wie ist es jetzt so? Also man hört ja viel von diesen Namen, hört man immer wieder. Und jetzt plötzlich ist man so nahe. Yes. Wie war es für dich? Es war unglaublich. Also ich war ja bei der Eintrittskontrolle. Ich habe Crystal Palace Mitspieler gesehen, die eingelaufen sind. Und der Roy Hudson als Trainer. Nachher die IB-Spieler separat, die ein Tor aufgemacht haben, dass sie können durchlaufen konnten. Und der Wegweiser. Es ist einfach unbeschreiblich gewesen. Ganz spannend, ja. Und hast du als Highlight gehabt, ein besonderes Highlight vielleicht auch gedacht? Einfach, alle sind einfach so herzlich gewesen und es ist einfach schön. Ich kann es nicht beschreiben. Und, wunderschön. Und willst du im nächsten Jahr wieder Uhrengeben? Mega gerne wieder kommen. Und ich würde auch sehr gerne den gleichen Job machen. Oder in etwas anderes. Einfach nahe bei den Leuten. Ach, so. Also es hat mich sehr, sehr begeistert. Und happy gemacht auch wirklich. Du bist ja sogar noch bei einem speziellen Moment dabei gewesen, bei der Pokalübergabe. Bist du gut nüchtern dabei gewesen? Ja, genau. Wie ist das so gewesen, dort es jetzt? Es war unglaublich gewesen. Ich hatte mega Freude, dass wir das machen dürfen. Ich war noch nie so bei einer Pokalübergabe dabei gewesen. Mhm. Und dass wir jetzt so eine Kette können machen und den Spieler so nahe erlebt hat bei der Übergabe, das ist gigantisch gewesen. Ja, merci vielmals für deine tolle Arbeit hier am Uhrengöpp. Und hoffentlich sehen wir dich wirklich nächstes Jahr wieder. Und merci für den ganzen Einsatz. Ohne Leute wie dich wäre das nicht möglich. Merci vielmals. Danke vielmals.